Wir sind wieder am Start, Skylander Swap Force, und wir sind actually sehr gespannt, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme dauert es nur noch wenige Minuten, bis die erste Folge online geht. Ja! Ich spiele Hootloop ein. Hallo, Skylander. Hallo. Bist du bereit, physische Perfektion zu erreichen? Ach nein, da muss nee, wir müssen auf die andere Seite. Upsi. Mit dem haben wir uns letztes Mal schon ein wenig verbessert. Ja, wir haben uns allgemein ein bisschen verbessert. Jetzt müssen wir noch einen Tacken runtergehen. Das ist ein wenig verwirrend. Warte, darf ich mal kurz was gucken? An solchen Teilen kann man manchmal die legendären Schätze hier in der Akademie aufstellen. Wir müssen nur finden, wo wir die Schätze aufstellen können. Schön, dich zu sehen, Skylander. Danke. Ich bin gerade dabei, Tacks Einkaufsparadies zu eröffnen. Und willst du auch noch eine Keksorte erfunden? Als gefallen, quasi. Na, was meinst du? Je schneller ich eröffnen kann, ich was verkaufen. Schnapp dir am besten erstmal den Stapel Holz da drüben. Wir brauchen Regale für die Auslage. Ich um ein Holz. Drei Stapel Holz. Na, die müssen jetzt hier. Gibt's noch einen Stapel Holz irgendwo? Jaha, gut. An die Quest kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Siehst du, für dich ist das gar kein Problem. Nein, ich bin ja auch ein magischer Zauber. Jetzt brauchen wir ein paar von den Blättern da, um das Dach damit zu schmücken. Also siehst du diese Schreine? Da kommen die legendäre Schätze drauf, glaube ich. Glauben ist gut, wissen ist besser. Oh, das ist geil. Ich glaube, du kannst jetzt. Ja, jetzt musst du was machen. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play bereits. Ich meine, die Vorfreude ist ja sehr groß. Ja. Ich hoffe, wir erfüllen euch eure Erwartungen. Wie gesagt, wir können halt noch nicht genau auf die Kommentare eingehen. Also jetzt im Video. Weil wir halt gerade. Weil die erste Folge noch nicht ganz online ist. Vielleicht im Laufe der nächsten Folgen. Dauert noch eine Dreiviertelstunde für uns. Eine Dreiviertelstunde, dann geht's los. Also, 1. April heute. Und ich bin mal so frech zu sagen, wir haben überlegt, ob wir es eigentlich als April-Scherz erst machen und das Video erst morgen kommt für euch. Also am 2. April. Aber wir haben uns gedacht, okay, nee, so fies sind wir nicht. Nee. Ich frage mich, was man hier kaufen kann. Ich mich gerade auch. Danke für die Hilfe, Skylander. Jetzt kann ich den Laden endlich eröffnen. Gibt's Seelensteine wieder in dem Game? Wir hatten noch keinen Seelenstein, oder? Doch, klar. Seelensteine haben wir. Zwei Stück. Nein, ich meine Seelenstein schmettern. Ach, du meinst Himmelsteine. Himmelsteine meine ich ja. Flügelsaphire bringen Rabatt. Je mehr du davon sammelst, desto weniger zahlst du für die Verbesserungen und Objekte. Also ich weiß, dass es später eine deutlich ausgeprägtere Version davon gibt, wo du gefühlt so 20 Minuten in einer Partie hängst. Welche Arten von Objekten du in deinem Laden ansehen möchtest. Such dir was aus. Und hier kannst du dir die Legischätze. Mythe und andere tolle Sachen anschauen. Falls man sie nicht findet, okay. Manche Objekte sind vielleicht noch nicht verfügbar, aber komm regelmäßig wieder vorbei. Es werden immer ja, neue. Nee, wir wollen uns keine Hüte holen. Ist toll, dass du die Häuptlinge gerettet hast, Skylander. Cool. Das hätten nicht viele Leute umsonst gemacht. Du bist wirklich was Besonderes. Okay, wo bleibt unsere Bezahlung? Ich habe gehört, sie will dir persönlich in der großen Höhle danken. Ja. Christen. Wer weiß? Vielleicht gibt es ja eine Belohnung für dich. Belohnung! Süßigkeiten! Du bist einfach so ein insane schneller Charakter. Wollen wir eben Belohnung aufmachen? Letzte Wünsche? Ja, Kiste aufmachen, bitte. Dein einziger Riese. Warum darf ich jetzt aufmachen? Ich war gerade auch verwirrt. Ich habe keine 2 bei mir. Und hier, was gibt's hier? Ah, hier ist wieder so ein Rätselspielchen. Die sind so cool, dass man die jetzt zu zweit machen kann. Ja. Warte. So. Ups. Ja. Ups, Scheiße. Vogel. Ja.
kannst du einfach draufgehen und wir treffen uns. Du kannst mich aber verfolgen. Hat geklappt, gut. Uhu. Muss ich echt sagen, diese Rätsel finde ich mega. Was? Du hast 2500 mit dem Gin. Oh yo, da kann ich glaube ich gleich ordentlich mal verbessern. Dass du mich gerettet hast, Skylander. Ich bin die Häuptline von Holzhausen. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich fürchte, die alten Elementarwesen sind in Gefahr. Jetzt, da Chaos weiß, wo er sie finden kann, musst du sie beschützen und dafür sorgen, dass sie sicher wieder hierher zurückkehren. Wenn ihnen etwas zustoßen würde, wäre das eine Katastrophe für die Skylands. Die Skylands? Wenn du startklar bist, geh zu Tessa. Sie kennt den Weg zum ersten Elementarwesen. Sie hat einfach gerade gedoubletimed. Ja, ich war gerade auch sehr verwirrt. Sie besitzt einfach die Fähigkeit, ineinander zu sprechen. Ja, wir wissen, wer Tessa ist. Aber lass uns trotzdem vorher einmal kurz verbessern gehen. Ja, natürlich. Natürlich. Zumindest mit den beiden hier. Ja, ja, klar. Und wie ist es so, ein langsam, ein schneller Scanner zu sein, aber ein langsamer Scanner im Schlepptau zu haben? Ja, Nice. Ja, die sind jetzt zu teuer, ne? Ja. Ja. Aua. Nee, du musst mit ihm sprechen. Hallo. Überraschung. Ich glaube, du musst weggehen damit. Ah, nee. Nein, du musst die richtige Taste drücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Verbesserung auch deutlich geiler. So. Welche? So verbessern als. Ja. Warte, ich zeig dir mal kurz, was ich habe. Ja. Ich kann jetzt. Wenn ich in der Flasche bin, kann ich Raketen schießen. Und ich kann. Ja doch, ich glaube, sie ist gerade massiv stronger geworden. Ich kann nicht glauben, dass wir den alten Flashfin höchstpersönlich besuchen. Ich auch nicht. Bist du bereit, zur Schlammwasserhöhle zu gehen und ihn zu finden, Skylander? We are ready. Die geheime Bucht liegt voraus. Dort lebt der Alte namens Flashfin. Interessant. Ich dachte, wir größer. Hey, Leutchen, für Fische seid ihr niedlich. Sag mal, kennt ihr den alten Flash? Ich komm partout nicht drauf. Flashfin! Nö, ich meine, es ist nur ein großer Fisch, oder? Keiner mit dem Laserstrahlaugen oder sowas. Okay, das ist beeindruckend. Festhalten! Ja, und ich sag es noch. Laserstrahlaugen. Oh nein! Was will Chaos mit Flashfin? Wahrscheinlich noch so ein komplizierter Plan zur Eroberung der Skylands, oder? Und ab! Flynn, wir dürfen das nicht zulassen. Kein Problem, oh. Wir haben die Skylander. Und wenn irgendjemand das Jumbo-Fischstäbchen retten kann... Wir gehen auf Jumbo-Fischstäbchen-Rettungsjagd. Ich habe einen Folgentitel gefunden. Ja, Rumble Blade? Ja. Bereit für den Aufprall! Du bist fast bei Flashfin, Skylander. Du musst ihn nur retten. Guck mal, da oben winkt uns Dings zu. Finn. Lass uns rollen. Ich habe jetzt auch einfach mal einen schnellen Charakter genommen. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Ey,
Come on! Ich spiele jetzt mal einen, den wir, glaube ich, im Giants gar nicht gesehen haben, aber schon seit Spyro's Adventure haben. Ja. Volles Gekreische voraus. Der hat auch auf einmal eine Stimme gekriegt. Der hat auf einmal einen Stimmbruch bekommen. Warte, gibt's hier noch was? Das sieht so verdächtig aus. Ja, ich weiß, aber nein. Oh. Was bist du denn für ein Hässler? Die Beste im Nest. Rettungsringe. Wir müssen 6 Rettungsringe finden. Kommt mir das nur so vor, dass die Kamera gerade irgendwie ein bisschen komisch. Die Kamera war ein bisschen komisch. Da hinten ist schon die Schriftrolle. Stufenaufstieg. Perfekt. Skylands Magie eingesetzt wird, Magie, bleibt meistens etwas übrig, was schließlich auf den Wolkenbruchinseln landet. Dort absorbieren die alten Elementarwesen die Magie und heben sie auf, bis es Zeit ist, sie wieder in die Welt zu entlassen. Durch den Ausbruch des Wolkenbruchbergs. Es ist wie Magie-Recycling. Okay, wir recyceln. Recyceln jetzt Magie. Recyceln. Wir massieren oder was? Boah, wir haben insane viele Missionsziele. Ja, klar, das haben wir aber immer. Nein, ich meine jetzt Story-Missionsziele. Oh, das ist geil. Ich glaube, wir haben 7 oder 8 Story-Missionsziele. Stufenaufstieg. Kraftschub. Lol. Wann sehe ich schon was, was du machen kannst? Wo? Da hinten. Die nervigen Piranhas hauen ihre Zähne immer in die Brücken und machen. Ist die Frage, willst du oder will ich? Kannst du willst. Mir helfen und die 3 blauen Piranhas fangen? Ich hab doch keine Rakete. Ja, dann. Ah, doch. Nee, du darfst aber. Okay. Okay, wir müssen gleich 3 blaue Piranhas fangen. Immerhin habe ich ein kurzes Level abgemacht. Und ich bleib sogar noch im Element. Ha! Krass! Der Hut mit dem Swap Force Skylander ist aber auch einfacher. Einfach in dem Element zu bleiben. Du darfst wieder Schübe geben. Du meinst die Ringegröße? Ringegröße, ja. Falls ich mal zu blöd bin. Oh Gott, das ist ja. Das wirkt immer so einfach, aber so einfach ist das gar nicht. Danke. Es wäre viel angenehmer, könntest du die Teile ausschalten hier. Mhm. Was sind das? Elektrobell. Wow. Wow, aua. Aua! Aua! Gute Arbeit! Ja, nee. Aber ich finde die Musik toll. Die Musik ist mega. Da hinten ist aber immerhin schon mal das Ziel. Das kriege ich hin. Ja, das kriege ich easy. Also, wolltest du das Portal, das Riesending machen? Ich gewinne. Ja, den dritten habe ich nicht bekommen, aber egal. So, was gibt's? Ein Hut, ein Seelenstein oder ein Hut? Oh Gott. Passt perfekt zu meiner Brille. Pff. So, dann gehen wir Piranhas angeln.
Piranhas angeln. Warte, hier? Ja, hier. So, herzlich willkommen, meine Freunde des Fischens. Bewege den Schwimmer und versuche, den Fisch zu fangen. Drücke, um deinen Fisch einzuholen. Steuere an den Stufen. Ach, ich bin der, du bist blau. Ja, ich war gerade auch kurz verwirrt. Ich dachte nämlich, ich wäre blau. Ja, okay, das war jetzt wirklich nicht so dramatisch. Gut. Jetzt, wo alle Fische aus dem Wasser sind, baue ich dir schnell eine Brücke. Wo sind denn da alle Fische aus dem Wasser? Alle Piranhas. Okay, aber hier vorne gab's noch was. Ich bin aber sehr paranoid, wenn es noch irgendwo irgendwas gibt. Mhm. Ich bin zum Beispiel die Schatzkiste da. Weil wir wollen auch wir wollen auch dieses Level wieder zu 100% schaffen. Ja. Das heißt, was wir nicht zu 100% schaffen, gibt es wahrscheinlich in einem Stream. Ja. Okay, ich kann das nicht. Oh, schade. Auch du! Warte. Ich bleibe jetzt hier stehen, ja. Ich flieg doch sowieso. Wieso kann ich nicht... Oh nein, oh nein, oh nein. Die Zauberknechte wurden retexturiert. Aber die Namen stehen auf Englisch da. Interessant. Ja, wir wollen auch nicht weiter. Ja, das ist schön. Aber wir dürfen nochmal angeln. Fange alle Fische. Vermeide die Aale. Wenn du sie berührst, verlierst du deinen Fisch. Ja, geschafft. Easy. Das war einfach. Wir können ins Haus rein, sehr wahrscheinlich. Ja, klar, ins Haus können wir rein. Oh, geil, Minispiel. Oh, da oben können wir her. So, wer muss wohin? Du musst anfangen. Da in der Mitte stehen. Nee, du musst da in der Mitte stehen bleiben, dass ich an dir vorbei channeln kann, quasi. Schock und Strahl zusammen. Ups. Nee. Danke. Perfekt. Gut. Das nenne ich mal Teamwork. Das bringt halt auch diese besonderen Blitze, die halt noch deutlich mehr geben. Das sieht doch so aus, als könnte man da oben her, oder? Ja, es sieht so aus, aber ich glaube nicht. Button Scam. Ich habe 1400, wir können uns mit den beiden gleich so insane verbessern. Ja, ich habe auch 1300. Aber ich bin ehrlich, ich finde das Level vom Design nicht so hundertprozentig cool. Das geht. Stufenaufstieg. In voller Kraft. Auch der Bounce-Stufenaufstieg. Und weiter geht's. Das geht jetzt auch bis Level 15, ne? Was? Das Level. Ja. Das kann
Crusher. Es ist Crush Hour. Wie Jan ganz penibel darauf achtet, dass seine Skyler auf gar keinen Fall mit meinen Skyler in Kontakt kommen. Ja. Jetzt wird erstmal sortiert. Night Bomb. Ich bin ja nicht zimperlich. Du bist schon wieder rausgegangen. Was? Ob du schon wieder rausgegangen bist. Ja, da war nicht viel drin. Hier ist es jetzt gerade eher. Ah, da geht's weiter wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen jetzt hier einfach nur. Ich glaube, der muss aber auch noch mit drüber. Das sieht so nach Secret da oben aus. Obviously, ja. Ja. Nächste Schatzkiste. Drei von sechs Schatzkisten gefunden. Drei von sechs. Also mit den Collectibles, da findest du halt wirklich an jeder Ecke was in dem Game. Was aber auch irgendwie total satisfying ist und belohnt. Also ja, so ein bisschen ab des normalen Weges. Das ist schön. Da hast du wohl recht. Was ist das denn? Rumpelbomb. Sniper. Bin ehrlich, Jet, Boomjet ist aber nicht so hundertprozentig cool zum Kämpfen. Der macht sehr langsam Schaden und du kannst nicht genau zielen. Lass uns hier vorne nochmal kurz gucken gehen. Perfekt, du hast so direkt zum passenden Element gechannelt. Das habe ich mit Absicht gemacht. Natürlich nicht. Ja. Einfach schon heimlich Let's Plays geguckt oder wie? Nein. Nein, das zerstört den ganzen Vibe des Games. Naja, war da unten noch irgendwas? Wir können kurz gucken. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht zu den beiden großen Pfeilen hingehen. Nein, nein, fuck. Ich habe das Gefühl, uns erwartet gleich eine Floßfahrt. Eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Bootfahrt, die ist schön. Aber erstmal gehen wir ins Elementator. Ab. Ja, ja, auf jeden Fall. Netter Fang. Hey, Skylander! Hallo. Mein Hallo. Lieblingsangelort ist ein Fisch, der einen tollen Schatz geschnuppt hat. Ich würde aber sagen, dass wir die Folge gleich beenden. Ja, klar. Nee, ich hätte sonst einfach gesagt, nehmen wir die Level an sich auf und wir spielen einfach Begrüßung und Verabschiedung rein und schauen im Nachhinein einfach, wie es passt. Achso, ja. Sonst hätte ich jetzt gesagt, dass wir die Folge jetzt beenden, weil... Ihr werdet sehen, entweder ist das schon die neue Folge oder die Folge wird jetzt beendet.